Leute, es wird immer wärmer und wärmer und der 12. Oktober kann nicht schnell genug kommen. Mittlerweile ist es zu 95% sicher, dass wir ein animiertes Dragon Ball Projekt bekommen. Und falls ihr neu auf diesem Kanal seid, dann checkt dieses Infovideo ab. Erster Link in der Videobeschreibung. Denn dieses aktuelle Video enthält neue Informationen und ist eher für Leute, die das alte Infovideo kennen. Also, wenn ihr auf dem neuesten Stand sein wollt, dann schaut euch erst das verlinkte Video an und dann dieses. So, aber jetzt geht es los. Wir haben keine Ahnung, um was es sich bei dem kommenden Dragon Ball Web Anime handeln wird, denn Chronicles erzählt uns nicht den Inhalt. Aber anscheinend können wir die beste Dragon Ball Super Saga, und zwar die Galactic Patrol Prisoner Saga, absolut ausschließen. Also kurz gesagt, es wird keine Fortsetzung von Dragon Ball Super werden, sondern wirklich was Eigenes. Dann fügt er noch hinzu, dass die Dragon Ball Super Serie vermutlich nicht vor 2025 erscheinen wird. Und als Dragon Ball Fan hatte ich natürlich die Hoffnung, dass es einfach eine Fortsetzung von Dragon Ball Super sein wird, aber so ist es nicht. Und mit diesem Post hat er die Hoffnungen begraben. Sehr, sehr schade für mich als Dragon Ball Super Manga Fan, aber dann wiederum sehr, sehr geil für mich als allgemeinen Dragon Ball Anime Fan, denn wenn die Episoden wöchentlich erscheinen, gibt es keinen Manga, der uns die Story schon gespoilert hat, sondern wir können Woche für Woche über die neuen Episoden spekulieren und Theorien aufstellen, was natürlich wiederum Dragon Ball Super Vibes hat, denn wir wissen ja, dass ja damals der Dragon Ball Anime den Dragon Ball Super Manga sehr schnell überholt hat und deswegen der Dragon Ball Super Anime einfach Hype war. Denn sind wir mal ehrlich, hätten wir im Manga schon gewusst, dass der Ultra Instinkt existiert und wie das Turnier der Kraft ausgeht, hätten die Episoden nicht den Hype, den sie dann schlussendlich hatten. Ich sag nur Mexiko. Und das bedeutet, der Web-Anime kann was richtig Geiles werden, denn ohne Manga ist Dragon Ball natürlich viel, viel besser. Für mich persönlich zumindest. Aber was es genau wird, absolut keine Ahnung. Ich persönlich würde eine Story rund um Yamoshis Legende sehr hart feiern, denn das ist es doch, was wir alle wollen. Eine Saiyajin-Story. Ich meine, auf die Sarala-Saga warten wir schon seit 7 Jahren. Vielleicht hat die Toriyama ja schon wieder vergessen. Wer weiß. Wie dem auch sei, sind ja viele skeptisch bezüglich den 12. Oktober und erwarten nicht zu viel, da wir so oft schon enttäuscht wurden. Und man hat natürlich Angst, dass der mysteriöse Teaser ein Game-Trailer wird, worauf einfach niemand Bock hat. Doch die Tokyo Game Show findet aktuell statt und dort werden eventuell die Budokai Tenkaichi News gedroppt. Zum aktuellen Zeitpunkt, also Freitag, den 22. September, wurde noch nicht zum Spiel gezeigt, aber die Tokyo Game Show geht noch bis Sonntag, dem 24. September, also alles noch im Lot. Aber abgesehen von der TGS gibt es weitere Game News, die mir ein wenig die Sorge einer Enttäuschung genommen haben. Denn DBS Hype hat gepostet, dass man die Demo-Versionen von einem Dragon Ball Kartenspiel, Fusion World und Xenoverse 2 auf der New York Comic Con spielen kann. Und dann findet am 22. Oktober das 13-jährige Dragon Ball Heroes Jubiläum statt. Und an dem Tag gibt es News bezüglich Meteor Mission. Also ihr merkt, es sieht wirklich verdammt danach aus, dass wir endlich was Gutes auf der New York Comic Con bekommen werden. Aber das war es noch nicht, denn die Dragon Ball Official Japan Seite hat wieder was zu der New York Comic Con geschrieben und sogar eine Sonderseite speziell für das Dragon Ball Special Panel eröffnet. Also offensichtlicher geht's nicht mehr, aber dazu gleich mehr. Erstmal zu diesem Text, da steht... Ist Barca Elon dein Lieblingslied? Ich meine, zusammen mit einem neuen geheimnisvollen Video geben wir Informationen über neue Entwicklungen in der kommenden Dragon Ball Reihe bekannt. Hört sich ein wenig komisch an, weil die Seite das Japanische einfach maschinell auf Deutsch übersetzt. Wie auch immer sind das Great News, aber was ich noch krasser finde, ist diese Sonderseite. Sie haben extra eine Seite anfertigen lassen. Wenn das irgendein unnötiger Game Trailer oder sonst was wäre, der nichts mit einem Anime oder so zu tun hat, wieso gibt es dann diese spezielle Seite. Man könnte das ja alles ganz normal auf der offiziellen Webseite und auf Twitter posten, oder? Aber nein, die haben sowas erstellt, damit wir diese Seite noch vor dem 12. Oktober abchecken sollen. Da steht sogar, hier gibt es Updates, bevor die Show überhaupt anfängt. Wenn da nicht wirklich was Krasses dahinter stecken würde, dann gäbe es diese Seite nicht. Viele haben mir geschrieben, dass ich mir zu viele Hoffnungen mache, da wir eh wieder enttäuscht werden. Aber Leute, das ist doch mittlerweile mehr als eindeutig, oder? Also mittlerweile bin ich echt bereit, das Risiko einer Enttäuschung einzugehen. Ich glaube einfach, dass der 12. Oktober ein unvergesslicher Tag für unsere Dragon Ball Fans wird. Und jetzt seid ihr gefragt, um was handelt es sich bei der Dragon Ball Webserie? Was könnte die Story sein? Schreibt eure Vermutungen und Gedanken gerne in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bewertet das Video, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Ciao.